Hallo, hallo, Ben Wellen hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Und heute ist es soweit, ich zeige euch ein paar Bilder, ein paar Videos vom Mr. Mexiko 2023, meiner allerletzten Meisterschaft. Aber wichtig ist, dass ihr jetzt nicht glaubt, dass der Ben in super Form da auf der Bühne gestanden hat. Denn ihr wisst ja, ich habe nur 5 Wochen Diät gemacht. 5, ne? Jetzt zum Vergleich zu letztem Jahr, wo ich 15, 16 Wochen Diät gemacht habe und absolut in Topform war. Also das kann man jetzt nicht vergleichen. Ich war schwerer als letztes Jahr. Aber ich würde sagen, so 80, zwischen 80 und 85 Prozent realistisch war meine Form. Ich weiß, da gibt es immer so viele Bodybuilder, die sagen, oh, ich bin 80% in Form, sind dann in Wirklichkeit 95% in Form. Aber so bin ich nicht. Ich sage es so, wie es ist, ganz realistisch. So, das Videomaterial, das ich habe, ist nicht von der Bühne, sondern ist von einem Tag vorher in dem Airbnb. Da war so ein Spiegel, aber auch nur so halb. Könnte so ein bisschen meinen Oberkörper sehen. Licht auch nicht optimal. Wie gesagt, denkt dran, 5 Wochen Diät. Da könnt ihr sehen, wie ich 24 Stunden und auch 12 Stunden vor dem Wettkampf ausgesehen habe. Dann gibt es ein kurzes Interview nach meinem Sieg auf der Meisterschaft. Und ansonsten, wie gesagt, die Lichtverhältnisse waren ganz, ganz schlecht. Ich habe euch aber einige Bilder rausgesucht, so könnt ihr mal sehen. Manche Bilder, 1, 2 Bilder sind die Lichtverhältnisse etwas besser oder vielleicht in 3. Aber in allen anderen, seht ihr ja gleich, sind die Lichtverhältnisse überhaupt nicht gut. Ist eigentlich echt schade, man kann keine Definition und nichts erkennen. Nicht, dass ich jetzt super definiert gewesen wäre nach 5 Wochen Diät. Aber ich habe getan, was ich tun konnte. Ihr wisst ja, mein Ziel war die Mr. Universum-Wahl und das wären ja insgesamt 11 Wochen Diät gewesen. Das hätte dann schon irgendwie gepasst, aber mental habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Es ist einfach so, der Vorhang ist zugegangen, es ist vorbei und das ist auch gut so. Und ich habe es direkt gemerkt, nach 1, 2 Tagen in meiner Diät, es geht einfach nicht und habe mich dann irgendwie nur durch euch, für euch durchgeschleppt, sage ich mal, weil ich ein Mann meines Wortes bin. Diejenigen von euch, die mich schon länger verfolgen, die wissen, ich bin immer geradeaus, ich sage so, wie es ist. Ist mir ganz egal, ob Leute anzweifeln, was meine Wahrheit ist, so wie beim Gannikus. Wie ich gesagt habe, ich habe das erste Mal Insulin genommen, das erste Mal Trenbolon. War so, warum soll ich darüber lügen? Schwachsinn. Aber jeder kann glauben, was er will. Jeder ist entitled to his own opinion. Was auch immer, wie auch immer. Jetzt lasst uns mal reingehen in die Geschichte. Und dann werde ich so ein bisschen dazu kommentieren. So, hier sind wir in diesem Airbnb, in diesem halben Spiegel, wie ihr seht. Man kann nicht wirklich sehr viel sehen. Ein bisschen kann man schon sehen von meiner Form. Also wenn man genau hinschaut, wie gesagt, 5 Wochen Diät. Trizeps war schon ziemlich gut, würde ich sagen, definiert. Sah schon ziemlich gut aus. Also stellenweise war ich ein bisschen mehr, ein bisschen weniger definiert. Wie es halt so ist, Front, Lat, Sprit, please. Da ist das. Jetzt machen wir mal eine seitliche Brustpose. Wie gesagt, auch kein Licht von oben oder irgendwas, wo man jetzt sehen kann, oh, super, sah richtig gut aus. Nein, ist nicht so. Und jetzt gleich schwenken wir um von 24 zu 12 Stunden vor dem Wettkampf. Das kommt jetzt. Das sind 12 Stunden vom Wettkampf. Ja, der Ben ist nackt, aber man kann nichts sehen. Winston ist nicht zu sehen. Also, Mädels, regt euch nicht auf.
kein Grund zur Panik. Man kann keinen Winston sehen. Alles black. So, hier meine Klasse, Körperbewertung. Wie gesagt, Licht ganz schlecht. Könnt nur was sehen. Das ist eins der Fotos, wo man ein bisschen mehr sehen kann, auch an Definition. Hier sind wir schon bei der Siegerehrung meiner Klasse. Da nochmal, da war Latzbrit, hier ist Most Muscular. Und jetzt kommt das Interview. Okay, aquí estamos con los Julen en la categoría de más de 60 años. Estuvo pesado, pero fácilmente se vio. It was hard. I got a lot of cramps on stage today. Tuvo demasiados calambres ahora en el escenario. No, pero se vio impresionante. Hasta acá se ven los filetes en sus... Los jamones. Acá. Your big, big muscles in your legs, baby. Your jumps. Felicidades. Este trofeo se va hasta... Y sigue, pues, a pelear el absoluto. You will fight for the absolute, right? Yes. I will do everything. Will yes, try, absolute. Va a I will try. Dice I will que try. De mínimo va a dejarlo todo allá yes. arriba. Muchas felicidades a los amigos Julen. Felicidades. Ánimo, ánimo, ánimo. Okay, jetzt gehen wir zum Overall, Absolute. Da stehe ich im Hintergrund. Ich komme jetzt gleich. Da kommt der Benny zum Overall Comparison. Das Foto ein bisschen besser von den Lichtverhältnissen. Ihr seht, der Guy in der Mitte ist over 40 und der andere ist over 50 und ich halt over 60. Front Shot, wie gesagt, ganz schlechte Bildqualität hier, so ein bisschen besser. Ja, so halb in der Pose drin, sozusagen. Hier nochmal. Wie gesagt, das ist der gesamte Schächen. Da haben wir ein bisschen Fun gehabt. Das war Jesse, der Over 50-Sieger. Und dann haben wir alle drei nochmal so ein bisschen zusammen eine Most Muscular rausgehauen, mit unseren Köpfen zusammen. Und ja, hier als Abschluss meine seitliche Brustpose. Das Foto geht noch relativ, ist noch einigermaßen schön. Man kann jetzt nicht die unbedingt die super Definition sehen, aber man kann sehen, naja, zumindest ist es ein schönes Foto hier zum Abschluss. Die Videos waren leider absolute Katastrophe. Da wollte ich euch von verschonen, weil das sah wirklich, wie auch immer, aus. So, jetzt habt ihr so ein bisschen was gesehen, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen. Natürlich, die Over 60-Klasse ist immer, wer sieht schon gut aus Over 60? Seien wir doch mal ehrlich. Da gibt es nur ganz, ganz wenige in der Welt, die Over 60 noch richtig gut und vernünftig aussehen. So wusste ich halt, okay, in Mexiko 80% oder was auch immer, das reicht auf jeden Fall, mir das Ding zu holen. Das ist auch so passiert. Ich war so happy, so glücklich in dem Moment, wie die mich als Sieger aufgerufen haben. Ja, man sieht seine Gegner und man weiß, klar, kein Problem, das habe ich in der Tasche. Und trotzdem hat man durch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, einmal, wo ich dachte, ich wäre Weltmeister und wurde Fünfter, lange ist her, aber es ist passiert. Und durch diese schlechten Erfahrungen hat man immer so einen kleinen Zweifel im Hinterkopf, ne, ob es auch wirklich so kommt, wie es offensichtlich ist, es kommen sollte. Und in dem Moment, wie es dann kam, war ich total relieved. Absolut froh und habe gedacht, Mann, jetzt kannst du retiren. Jetzt ist es passiert, denn mit einer Niederlage, das wäre ganz schwierig geworden. Also ich bin eigentlich mehr so ein Siegertyp, um in einer Niederlage rauszugehen aus dem Business. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. Da hätte ich mich jetzt nochmal zu einer anderen Meisterschaft irgendwie quälen müssen. So 3 Wochen später war nochmal eine Nationals und oh mein Gott, ich bin froh, dass ich diesen Albtraum nicht machen musste. So, hiermit ist offiziell, ich meine, ich habe es ja schon offiziell verkündet, aber das war wirklich meine letzte Vorbereitung. Ja, also auf jeden Fall. Sollte ich nochmal so blöd sein und auf eine Bühne gehen, dann geht das ohne Vorbereitung, ohne Diät und ohne Stoff, nur auf TRT springe ich auf eine Bühne. Ne?
Und dann ist das so. Aber vorbereiten wird sich der Ben niemals mehr. Ne? Vielleicht mache ich das so wie damals am Muscle Beach. Comeback Nummer 2. Ohne Vorbereitung nach Amerika und dann einfach sich hingestellt. Und Muscle Beach, naja, da habe ich dann gewonnen und dann ging es weiter. Und ihr wisst ja, am Ende des Jahres war ich auf einmal Weltmeister, wo es gar nicht mehr los war. Wie auch immer, ganz egal, spielt keine Rolle. Es ist vorbei. Dreimal die Woche Training ist angesagt. Fühle mich auch viel besser damit. Kein Druck mehr. Ich habe mehr Spaß beim Training. Diät mache ich immer gerne. Habe dann meinen Sonntag, wo ich meinen Scheiß esse. Und den Rest der Woche esse ich wirklich, wirklich gut. Richtig gut. Weil ich kann es nicht leiden, fett zu sein. Nee, mache ich nicht. Konnte ich noch nie leiden. Also an mir selber. Ne? Also ich mache das hauptsächlich für mich selber. Ich mache es nicht für andere. Und ja, das war das. Ich hoffe, es hat euch trotzdem minimalistischen Fotos und Videos gefallen. Und ja, das ist das. Wir sehen uns wieder sehr bald. Mit was, weiß ich noch nicht, aber ich kann schon mal eine Ankündigung machen. Ich habe einen Live-Podcast Samstag, 1. Juli. Mit Jean-Pierre Fuchs. Es gibt eine Neuigkeiten. Auch werden wir über unseren neuen Podcast reden. Legends of Bodybuilding, der jetzt leider ein bisschen länger gedauert hat, als wie anticipated. Ja. Durch Jean-Pierres Business Adventures, sagen wir es mal so. Aber das werdet ihr alles hören. Ihr könnt dem Jean-Pierre natürlich 1000 Fragen wieder stellen. Und ich werde ein nettes Gespräch mit ihm führen. Wie gesagt, es wird live sein am Samstag, 1. Juli, 20 Uhr abends. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Das wird richtig geil. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Freitag. Bei euch ist fast Freitag, obwohl das Video jetzt gleich rauskommt. Und ein schönes Wochenende. Aber wir sehen uns bestimmt wieder Samstag oder Sonntag. Ich hau noch so ein Video raus. Worüber, was weiß ich, noch nicht. Irgendwas fällt dem Ben schon wieder ein. Ne? Also bis zum nächsten Mal. Euer Ben Wellen says.